ganz schön nass. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Und nicht gleich so. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Price, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, Ex-Besnas. Der einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Nicht schlecht. Task Force Dissolved. Dissolved? Task Force Yuri. So. Wie viele sind es? 3 Havocs und 4. Nein, 5 MI-17. Kommando Silent, sie ab. Ein Schützenteam rauf aufs Dach. Yuri, hier rüber. Soap. Wir müssen Soap zum Hubschrauber bringen. Was ist das? Geh auf den Balkon, die Stellung! Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen! Behalte den Hof im Auge! Sie sind in den Hof eingedrungen! Alle ausschalten! Kein Problem für Yuri. Da haben wir genügend Leute hier. Ich frage mich, was ist das denn für eine Hochburg hier? Haben jetzt hier ein paar Russen versammelt, die Makarov nicht mögen? Jawohl. Falscher Laptop. Was für eine Aktion. Was sagen die Zähne hier? Mache ich gerade. Da ist ja gerade der Jedi, der uns getötet hat. Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Plato. Da oben. Kümmern uns drum. Das erste Mal, wo man jetzt wahrscheinlich sagen kann, dass die AK nicht direkt zu den Bösen gehört. Weil wir gute Russe sind. Kommt sie die Knall einfach alle ab. Jetzt zählt den Scheißdreck. Ich weiß schon mal, welche Zähne die raus. Ups. Am Anfang wurde natürlich wieder gefragt, von wegen welche Zähne man unanständig raus haben will. Ich schätze mal, die gehört dazu.
Das heißt, theoretisch dürften hier keine Laptops versteckt sein. Weil man die Mission überspringen kann. Kurz warten. Kurz warten. Zeig euch. MG-Schütze auf dem Balkon! Ausschalten! Flankenmanöver. Ich hoffe, nein. Diegelklicks! Oh. Vergiss die Diegelklicks. Diegelklicks! Ups. Ey, Treffer war da ganz gut. Probier's auch mal hiermit. Falsche Waffe. Dass er uns beim Laufen trifft, ist ja wohl unfair. Das ist ein Skandal. Wollen wir es nicht wirklich gebracht, die zu flankieren? Ich komme schon fast bis er wieder geradeaus weiterlaufen. Es kommt hier immer so vor, als ob die unendlich manchmal kommen. War da vor allem schweres im Gegner? Ne. Oder doch so halt? Naja. Schweres Sturmgewehr. Oh, Friedrich. Vor uns ist ins Boot. Glück gehabt. Komm schon. Lass mich hier voll. Schusssicher sein. Safe. Hier geht's nicht hoch. Oh, voll besser. Ich mag diese Waffe hier. Die klingt cool, sieht stark aus. Hat kaum Rückstoß. Tötet schnell. Ich bin sicher hier drin. Keine Sorge. Bist Vieh. Der Heli ist da entlang. Jo. Die Waffen sind im Gebäude direkt geradeaus. Es sind zu viele zwischen uns und dem Hubschrauber. Nikolai, wir brauchen sofort die Fahrzeugdrohne. Gleich ist es geschafft. Durch das Gebäude. Jo, ich bin dabei. Oh. Die werden durch alle abgeknallt. Hier dran?
erstmal wieder hier unser wunderschönes schweres Sturmgewehr nachladen. MG36. Ich dachte schon. Ja, wie doch hier sagt man nicht, das ist ja mies. Okay, ich verstehe. Ja. Systemmassakrutski. Lohnt sich doch hier gerade gar nicht. Ja klar, das ist so eine Mini-Drohne. Wenn das alles flimmert. Ich hab gefühlt, es soll nicht flimmern. Weiter zum Heli vordringen! Das war wahrscheinlich meine Lebensanzeige. Ja. Mehr nicht? Achso, hier ist der Heli. Mehr mitnehmen sollen. Wir sind beim Heli. So sieht immer nicht gut aus. Er sieht nicht gut aus. Oh, ey. Mistvieh, ich hatte gerade Spaß. Shit, ich glaube die Drohne will mich. Ich kenne mich ja aus. Heilige Scheiße. Nicht gut, nicht gut. Wieder besser? Nicht gut. Da ist Juri! Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns Makarov. Wer zum Teufel ist denn Juri? Soap ist wieder wach! Carpe diem. Es heißt, im Krieg sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive.
Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet. FSO, Andrei Harkov. So, das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Die ist ja auch leider schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.